Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in der Steiermark, genauer gesagt in Mixnitz, und wir gehen die Wanderung Drachenhöhle und Rötelstein. Die Strecke ist etwa 7 Kilometer lang und führt uns über 760 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns hier erwartet, dann bleibt dran. Wir sind kurz vor dem Gipfel und kommen zum Zwischenfazit. Wir müssen sagen, man merkt hier wirklich die Höhenmeter. Die sind geballt auf eine recht kurze Strecke konzentriert. Aber der Vorteil ist bei dieser Strecke, man hat wirklich sehr viel Schatten. Heute sind es ja 35 Grad und das ist im Moment wirklich sehr angenehm. Und je näher man dieser Drachenhöhle hinter uns kommt, umso angenehmer wird es. Da kriegt man so einen kühlen Luftzug entgegen und da fühlt es sich dann eher so wie 15 Grad an. Ja, es sei denn, man ist so ein Pechvogel wie ich. Ich bin nämlich nachher noch diesen kurzen Kletterabschnitt 5-mal gegangen. Und zwar, ihr habt ihn ja vorher gesehen, diesen richtig steilen Abschnitt über die ganzen Felsen. Und zwar beim ersten Mal sind wir hochgegangen, waren uns dann aber nicht sicher, ob wir den Eingang zur Drachenhöhle vielleicht schon verpasst haben, sind dann nochmal zu runtergegangen, um nochmal nachzuschauen, haben doch jemanden getroffen, der uns versichert hat, der Eingang wäre noch weiter oben. Dann sind wir noch weiter hoch diesen Kletterabschnitt gegangen. Dort ist mir aber dann aufgefallen, dass ich meine Kappe vergessen hatte. Und zwar an dem Punkt, wo wir dieses schöne Bild gemacht haben, hier runter ins Murtal. Das heißt, ich musste den ganzen Teil nochmal runtergehen und dann nochmal ganz oben rauf hier bis zur Höhle. Das heißt, aus den ursprünglich ungefähr 760 Höhenmetern habe ich jetzt locker meine 1000 gemacht und das heute bei den 35 Grad. Also ich denke mal, ich weiß, was ich heute Abend getan habe.
Wir sind fast am Ende der Tour und kommen zum Fazit. Es ist definitiv eine Machiavelli-Tour, das heißt also, die Grausamkeiten werden wirklich direkt zu Beginn begangen. Der Anstieg, der ist auch richtig fordernd. Aus unserer Sicht würden wir auch sagen, dass es eine schwere Tour ist, zumindest was den ersten Teil betrifft, weil eigentlich ist es ja als Mittel gekennzeichnet, aber die Österreicher, die sind da, glaube ich, immer so ein bisschen großzügiger im Vergleich zu uns. Wie gesagt, bei dem schönen Aufstieg wird man dann am Ende aber auch echt mit schönen Aussichten belohnt. Zwischendrin gibt es auch noch eine Höhle. Und dann so die zweite Hälfte bzw. der Abstieg, der ist dann jetzt nicht mehr ganz so spektakulär und es geht auch über etwas breitere Wege, was aber auch ein bisschen angenehm ist, da kann man sich wieder etwas erholen. Als Tipp hätten wir für euch, wenn ihr die Strecke wie wir im Sommer geht, dann könnt ihr hier nebenan dem Tibersee euch ein bisschen erfrischen und abkühlen. Außerdem bietet die Strecke hier auch relativ viel Schatten. Es ist also gerade auch heute bei den heißen Temperaturen relativ angenehm hier zu gehen. Außerdem würden wir euch raten, die Tour auf jeden Fall nicht bei Nässe und Glätte zu gehen. Zieht euch auf jeden Fall gutes Schuhwerk an, hier geht es öfters übers Geröll. Und last but not least, falls ihr die Tour mit GPS geht, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass sowohl der Parkplatz als auch die Drachenhöhle nicht ganz genau eingezeichnet sind. Ja, große Kritikpunkte gibt es nicht. Man kann sagen, am Anfang und Ende, da hört man so ein bisschen die Motorengeräusche von der Straße. Und die zweite Hälfte, die ist jetzt nicht mehr ganz so spektakulär und da gibt es auch ein paar breitere Wege. Was uns sehr gut gefallen hat, das waren auf jeden Fall die tollen Aussichten, die man von oben genießen kann. Dann der hohe Pfadanteil, aber natürlich allen voran die tolle Drachenhöhle, die uns richtig gut gefallen hat und die uns auch schöne Kühle gespendet hat. Unter dem Strich würden wir der Tour eigentlich 8 von 10 Punkten geben, aber für die Höhle gibt es noch einen Punkt extra, daher 9 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.